Hallo Elektronikfreunde, vor ziemlich genau 40 Jahren hat die Elektor eine Schaltung hier veröffentlicht im Halbleiterheft von 1978, nämlich ein Pseudo-Random-Lauflicht. Ich habe hier mal die englische Ausgabe ausgedruckt. Diese Schaltung beinhaltete hier ein Schieberegister in Form eines 4015, welches durch einen Timer 555 getaktet wurde. Und interessant bei der ganzen Geschichte ist, dass hier die beiden Ausgänge Q6 und Q7 hier zurückgeführt werden an den Eingang von einem Exklusivodergatter und der Ausgang wiederum geht hier an die Datenleitung von dem Schieberegister. Also diese vier NANDs sind jetzt haben die Funktion eines Exklusivoders. Was macht die Schaltung bzw. was macht sie vielleicht interessant? Interessant ist sicherlich der Effekt, der nachher hier entsteht bei den Leuchtdioden. Allerdings ist hier auch der Nachteil, die Schaltung funktioniert nicht zuverlässig. Und zwar deshalb nicht, weil hier diese ganze Geschichte nicht wirklich gut funktioniert mit dem Kondensator, der Diode und dem Widerstand. Denn diese Schaltung soll hier bewirken, dass, wenn ich einschalte, hier auf jeden Fall in der Datenleitung eine 1 sozusagen erstmal reingeschoben wird, damit es sozusagen startet und das passiert nicht immer. Ich habe hier die Schaltung aufgebaut und auch schon mal angeschlossen und man sieht in der Tat, da passiert nichts an den Leuchtdioden, deswegen muss ich hier per Hand mal ganz kurz ein High setzen am Eingang und man sieht, jetzt läuft es erst los und jetzt kommt man zu einem Effekt, wo die Ursache ist, dass sozusagen das Exklusivoder hier die beiden Ausgänge vergleicht und dann entsprechend hier eine 1 oder eine 0 durchschiebt. Ich habe dazu nochmal so eine Liste gemacht, wie man sich das vielleicht besser vorstellen kann. Und zwar habe ich hier mal also hier sind die Ausgänge. An diesen beiden Pins hier liegt das Exklusivoder an und ich starte hier mit einer 1. Und diese 1 wird jetzt also hier immer weiter durchgeschoben. Das Ergebnis des Exklusivoders ist bei 0,0 immer 0. Deswegen habe ich hier mal auf der linken Seite geschrieben, Exklusivoder-Ergebnis ist 0. Wenn jetzt aber hier diese 1 weitergeschoben wird, kommen wir hier zu diesem Punkt und hier sieht man, wir haben 0, 1 und das heißt beim Exklusivoder, ich habe einen Status von 1, also ein Ausgang ist 1. Das heißt, beim nächsten Takt wird eine 1 praktisch auch reingeschoben. Und das sieht man hier, beim nächsten Takt ist nicht nur diese 1 hier verschoben, sondern ich habe auch hier noch eine 1, die mit reingeschoben wird. Ich habe jetzt beim Exklusivoder wieder eine 1,0, das heißt, es ist wieder 1, das heißt, wird noch eine 1 reingeschoben beim nächsten Takt. Hier sieht man jetzt, ist also diese 1 dahin gefolgt und es kommt eine weitere 1. Dann habe ich hier beim Exklusivoder hier 0,0, das heißt, es kommt jetzt keine weitere 1 hinzu. Und das sieht man hier, kommt eine 0, diese beiden Einsen verschieben sich hier und diese 1 geht dorthin und so weiter. Und die Frage ist natürlich, weil hier diese Schaltung nicht so sehr zuverlässig funktioniert, wie man es natürlich machen kann. Man macht natürlich das dann heutzutage mit einem Mikrocontroller. Ich habe das natürlich hier schon mal aufgebaut. Und zwar sieht man jetzt hier in dem Fall habe ich eine Arduino Uno genommen. Und die Schaltung hier, sie funktioniert genauso wie die Originalschaltung. Und die nächste Frage, ne, ist, wie die Software sich gestaltet. Na, die ist relativ einfach, denn man muss eigentlich zu Anfang erstmal nur 1 immer weiterschieben. Dann guckt man hier auf die Bit 5 und Bit 6, schaut, in welchem Zustand die sind. Dann macht man eine Exklusiv-Oder-Verknüpfung damit und wenn das Ergebnis eine 1 ist, dann addiert man hier eine 1 und schiebt einen weiter. Und wenn das Ergebnis 0 ist, dann wird eben also wird eine 0 sozusagen hinzugefügt und das Ergebnis einen weitergeschoben. Mehr ist es eigentlich nicht. Wie ist jetzt das Programm aufgebaut? Ist relativ einfach. Ich habe hier in der Main-Hop-Funktion eigentlich nur die Angabe, dass der Port D, da hängen ja meine Leuchtdioden dran, als Ausgang definiert sind. Alle Leuchtdioden werden zunächst hier ausgeschaltet, dann wird ein Timer initialisiert und es werden Interrupts freigegeben und danach wartet der Controller eigentlich nur noch auf Interrupts. Beim Aufruf eines Interrupts wird zunächst der Port D, dort wird die Startposition ausgegeben, das ist in dem Fall 1 am Anfang. Das wurde also oben schon noch festgelegt. Dann wird geguckt, wie verhält sich im Moment oder welchen Zustand hat der XOR 1 oder XOR 2, das ist sozusagen die Position hier bei 0x40 bzw. 0x20. Das wird verknüpft mit Start.
Weil ja das Ergebnis von Start auch nicht nur 1 sein kann, sondern ein anderer Wert. Das heißt, es wird verknüpft, dann wird es nach rechts verschoben, 6 Stellen. Dann wird nämlich herausgefunden, ist es eine 1 oder eine 0. Und beides, also das Ergebnis von XOR 1 oder XOR 2 ist eben jeweils 1 oder 0. Dann gibt es ein XOR Result, also das Ergebnis von XOR 1 exklusiv oder verknüpft mit XOR 2. Und wenn das eben 0 ist, dann wird einfach der Startwert verschoben um eine Stelle. Und wenn er 1 ist, dann wird nicht nur der Startwert um eine Stelle verschoben, sondern es wird noch das Result, also eben dann 1, hinzugefügt. Im oberen Bereich des Programms sind noch ein paar Definitionen. Einmal der LED-Port, Port D, dann hier die Variablen Start und so weiter. Und auch noch eine Variable I. Da komme ich gleich noch ganz kurz dazu. Und natürlich wird der Timer initialisiert. Diese Variable I dient dazu, damit nicht bei jedem Timeraufruf hier das durchläuft, weil sonst würde man das Lauflicht so nicht sehen, sondern mit diesem I, also if I größer 30, da setzt man im Prinzip die Geschwindigkeit fest. Man kann es dann meinetwegen auch mit dem AD-Wandler machen oder so, dass man und einem POTI, dass man dann die Geschwindigkeit einstellt. Hier habe ich sie erstmal nur fest eingestellt. Also nicht bei jedem Interrupt wird das durchlaufen, sondern eben sozusagen bei jedem 30. Und damit kann man es dann auch sehen, dass das Lauflicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ich habe jetzt mal versucht, das Lauflicht synchron zu starten. Das gelingt natürlich nicht wirklich gut. Allerdings sieht man hier doch, denke ich mal, so ein ähnliches Ergebnis. Also jetzt kommen hier 4, hier kommen jetzt 4, dann kommt noch einer, da kommt jetzt einer, dann kommen 2, die sind dort, dann 3, die sind dort. Also das haut ganz gut hin, beziehungsweise die Funktionalität ist genau die gleiche. Das war mal wieder so ein kleines Wochenendprojekt. Ich habe unten in der Beschreibung den Link gesetzt auf die GitHub-Seite, wo man zum einen das Programm natürlich runterladen kann und auch zum anderen die Schaltung dann mal sieht. Also die Originalschaltung jetzt von der Elektro sozusagen von mir mal ein bisschen angepasst. Weil ich habe jetzt hier zum Beispiel keine 4 NANDs verwendet, sondern gleich ein Exklusiv-Oder. Und so kann man es dann eventuell nachbauen. Ja, das war es mal wieder. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.